Jo Freunde, was geht ab? Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute gibt es die zweite versprochene absurde Story, die mir passiert ist oder die mir auch nicht passiert ist. Für diese Geschichte müssen wir ungefähr 2-3 Monate in die Vergangenheit an einen heißen Sommertag zurückgehen. Ich war mit zwei Kumpels und der Freundin von dem einen übers Wochenende nach Süddeutschland gefahren. Einfach mal, um ein bisschen abzuschalten, wir hatten ja alle gerade erst das Abitur hinter uns gebracht. Und nach 12 Jahren Schule, finde ich, darf man sich ja auch mal ein bisschen entspannen. Am ersten Tag abends, als wir angekommen waren, es war immer noch echt warm, kamen wir auf die glorreiche Idee, noch an einen See in der Nähe zu fahren. Wir sind also mit dem Auto kurz dahin getuckert und haben beim Eingang festgestellt, dass natürlich das Strandbad am See gleich schließt. Also haben wir den See umrundet, aber der Rest war umzäunt. War ja mal wieder typisch für uns, dass nichts klappt. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist. Schreibt das mal in die Kommentare. Ich war kurz davor, schlechte Laune zu kriegen, aber ich wäre ja nicht der Julian, wenn mir nicht ein Ausweg einfallen würde. Ich hatte bei Google Maps auf meinem Handy entdeckt, dass ganz in der Nähe hinter dem See noch ein zweiter, kleinerer See lag. Und was hatten wir schon zu verlieren? Ich schlug vor, dem Waldweg in Richtung dieses zweiten Sees zu folgen, damit wir wenigstens dort noch ein bisschen chillen könnten und nicht ganz umsonst hergefahren wären. Die anderen stimmten mir zu, also machten wir uns auf den Weg und ich navigierte uns per Handy-Navi. Ja, was wären wir heute alle ohne die Technik? Wir brauchten länger als gedacht. Auf einmal lichtete sich der Wald und an der Seite tauchte ein merkwürdiges Gebäude auf. Ein hoher Stacheldrahtzaun, eine weite Rasenfläche voll mit Strommasten und in der Mitte stand ein weißes kugelförmiges Gebäude. Auffallend war, dass am Zaun Schilder hingen, man sollte es nicht fotografieren, was uns stutzig machte. Aber es war sowieso schon spät und wir waren auf dem Weg zum See, der zum Glück in unmittelbarer Nähe zu dem mysteriösen Gebäude lag. Und zu unserem Pech war auch dieser umzäunt. Da kam uns ein etwas älterer Mann entgegen und wir fragten, ob es eine Möglichkeit gäbe, irgendwo hier legal zu baden. Er meinte, es gäbe zwar eine Stelle, an der Zaun durchlässig sei, aber er würde uns das nicht empfehlen, dort zu baden, denn anscheinend wäre der See schon mal chemikalienverseucht gewesen. Keine Ahnung, ob das der Wahrheit entsprach, aber wir hatten keine Lust, das herauszufinden. Also machten wir uns auf den Rückweg und kamen natürlich wieder an unserer merkwürdigen Anlage vorbei. Dieses Mal jedoch blieben wir am Zaun stehen und rätselten, was für einen Sinn sie hatte. Während wir da so standen, tauchte plötzlich ein Auto auf dem Waldweg auf, blieb in einiger Entfernung von uns stehen und schien uns zu beobachten. Es war der Sicherheitsdienst. Keiner stieg aus, aber uns war klar, dass unser Interesse anscheinend nicht so willkommen war. Und das wollte man uns wohl demonstrieren. Dann stieg doch ein Wachmann aus und stellte sich neben das Auto. Er sagte nichts, sondern schaute nur zu uns rüber. Das war einfach so ein dicker Inder gewesen, also sah zumindest so aus, nichts gegen Inder. Und er wirkte dann schon gar nicht mehr so bedrohlich. Aber wir sind uns nicht ganz einig, ob er eine Waffe trug. Ich habe keine gesehen, die anderen meinten es aber. Ich bin der Meinung, in Deutschland darf ein privater Sicherheitsdienst keine Pistolen tragen, oder? Klärt mich mal bitte auf in den Kommentaren. Wir hatten zwar nichts Verbotenes getan, aber hatten auch keine Lust auf Ärger, deswegen verzogen wir uns zurück zum Auto. Ihr kennt mich ja, ich bin unfassbar neugierig und ich hatte viele Fragen. Was war das für eine Anlage? Wieso darf man sie nicht fotografieren und wieso hatte man uns beobachtet und vertreiben wollen? Also habe ich natürlich umgehend versucht, das herauszufinden. Und das Internet ist ja bekanntlich dein Freund und Helfer. Rate doch mal in den Kommentaren, was das für eine Anlage war. Eure letzte Chance? Habt ihr eine Idee? Es handelte sich um eine Kommunikationsbasis des US-Militärs, die seit dem Zweiten Weltkrieg in Betrieb ist und immer noch aufgerüstet wird. Bewacht wird sie von der US-Militärpolizei und örtlichen Sicherheitsdiensten. Der Wikipedia-Artikel darüber war äußerst interessant. Früher war das ganze Gebiet militärische Sperrzone. Was genau dort betrieben wird, ist streng geheim. Anscheinend gab es auch mal unterirdische Bunkersysteme. Auch was dort gelagert wurde, ist bis heute unbekannt. So Freunde, was denkt ihr jetzt, wo ihr beide Geschichten kennt? Welche davon habe ich wirklich erlebt und welche war nur erfunden? Wenn ihr die erste Geschichte noch nicht gesehen habt, dann findet ihr den Link in der Beschreibung. Gleich gibt's die Auflösung, lasst doch bitte erst noch diesem Video hier einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, ganz wichtig. Vergesst das bitte nicht, das würde mir auf jeden Fall sehr helfen. Und jetzt, wer die Wahrheit wissen will, klickt in die Mitte oder wer ein Handy benutzt, auf den ersten Link in der Beschreibung.